Die sportliche Vereinigung Reinickendorf hier im Hintergrund bei mir ist einer von sage und schreibe fast 300 Tennisvereinen in Berlin-Brandenburg. Eine ordentliche Zahl und für diesen Verein ein ordentlich und besonderer Tag. Denn es wird das Clubturnier ausgespielt. Die Clubmeisterschaften enden mit einem Finaltag, vielen Mitgliedern, die zuschauen bei den Spielen und einer wirklich netten Atmosphäre. Für uns Grund genug, den Tennissport und eben die Clubmeisterschaften in Reinickendorf mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Fassanstich in einem Berliner Tennisverein. Geselligkeit trifft auf Sport. Die Eröffnung der Oktoberfestsaison. Gleichzeitig der Finaltag der vereinsinternen Tennismeisterschaften in einem gemütlichen Verein, der SV Reinickendorf. Das passende Ambiente abseits der Tennisplätze einerseits, Tennis für Hobby- und Leistungsspieler andererseits. Beste Bedingungen für die Familie und den Nachwuchs. Schon für die ganz Jungen wird professionelles Training geboten. In Mannschaften können sie zudem in Kleinfeldern erste Matchpraxis sammeln. Dabei treten Teams in der sogenannten Mini-Tennis-Runde gegeneinander an. Erfahrene Trainer entwickeln und motivieren die Jugend, damit sie auch bald auf dem großen Feld große Leistungen bringen können. Jugendförderung hat bei der SV Reinickendorf oberste Priorität. Trotzdem bieten sich auch für Erwachsene, für Familien oder für Leistungsspieler beste Möglichkeiten. Jeder ist willkommen hier bei uns, alt wie jung, groß wie klein, dünn, dick, alle. Aber hinüber aus, das arbeiten wir auch an einem Leistungskonzept und versuchen, gute, talentierte Jugendliche zu uns zu gewinnen und die weiterhin zu fördern in Mannschaftssport, aber auch individuell im Turniersport. Gezielte Förderung von Talenten unter einem Cheftrainer, der selbst mal Weltranglistenpunkte sammelte. Das Ergebnis lässt sich zum Beispiel beim hohen Niveau im Damenfinale der Vereinsmeisterschaften der SV Reinickendorf beobachten. Zwei Spielerinnen treffen aufeinander, die sonst auf Turnierreisen um Ranglistenpunkte kämpfen. Lisa Riemen-Gelb als Gewinnerin des Nordberliner Turniers 2010 gilt als junges Talent, um in den Ranglisten noch weit nach vorn zu kommen. Ihr eigenes bescheidenes Ziel, ein Wimbledon-Sieg. Beate Michalek in Schwarz, einst Berliner Spitze im Jugendtennis, hat sich nun für eine Trainerkarriere als Sportfachfrau entschieden. So kann sie zurückgeben, was sie selbst bekommen hat. Zwei Spielerinnen der SV Reinickendorf also, deren Herz für Tennis schlägt. Im Finale der Clubmeisterschaften hatte am Ende die Trainerin die Nase vorn. Bist du zufrieden gewesen mit deiner persönlichen Leistung? Nein, nicht wirklich. Es könnte viel besser laufen, aber nächstes Jahr schlage ich sie. Eine kleine Kampfansage der Reinickendorfer Nachwuchsspielerin, die ihrer Trainerin auch schon in diesem Finale alles abverlangte. Da ich nicht wirklich im Training bin, war ich einigermaßen zufrieden, aber es hätte auch besser sein können. Die Zuschauer waren trotzdem begeistert vom Spiel und vom Verein. Weil es ja einfach eine tolle Atmosphäre ist, weil die Leute einfach richtig gut drauf sind und weil der Trainer auch richtig gut ist. Der Trainer Fredrik Pettersson aus Schweden, seit 15 Jahren in Berlin, um den Berliner Tennisnachwuchs zu entwickeln und eigene Erfahrung weiterzugeben. Er spielte folgerichtig im Finale der Reinickendorfer Clubmeisterschaften und verteidigte seinen Vereinstitel aus dem Vorjahr mit Punkten wie diesen. Zahlreiche Mitglieder und die festliche Stimmung drückten den Finalspielen auch einen atmosphärisch erstklassigen Stempel auf. Das Vereinsklima stimmt hier im Zusammenspiel von Jung und Alt. Und Trainer und Clubmanager Fredrik Pettersson zeigt sich zusätzlich zufrieden über die Leistungsdichte in seinem Verein. Es war nie so hart und so schwer, Clubmeister zu werden wie in dieser Saison. Es ist viele neue, junge Gesichter, das auch sehr, sehr ehrgeizig und sehr gut Tennis spielen. Und ich hoffe, dass das war die letzte Meisterschaft, das in meine Hände landet und dass es nächstes Jahr eine Thronwechsel gibt. Ein Trainer, der nicht für den eigenen Erfolg, sondern für den Erfolg seiner Schüler steht. Hand in Hand mit dem Vorstand der SV Reinickendorf sollen Nachwuchsspieler an den Verein gebunden werden, damit viele junge Sportler die Chance haben, sich unter besten Bedingungen und im Kreis einer tollen Stimmung unter den Mitgliedern zu entwickeln. Und der Finaltag der Clubmeisterschaften in Verbindung mit einem fröhlichen Oktoberfest ließ tatsächlich Herzen höher schlagen. Also ich denke, wer heute hier gewesen ist, der hat gesehen, dass wir ein aktiver Verein sind, dass der Verein lebt. Dafür wird einiges getan und wir haben hier eine neue Gastronomie dabei. Wir haben Kooperationspartner, die Racket-Profis. Wir sehen zu, dass wir auch, sage ich mal, im Sinne eines Netzwerkes den Verein weitestgehend professionell aufstellen, auch wenn wir ein recht kleiner Verein sind, aber trotzdem. Also wir haben ganz, ganz viele Mannschaften, die gemeldet sind, haben ganz, ganz viele aktive Mitglieder. Plätze sind immer schön bespielt und das ist das, woran wir weiter arbeiten wollen und was wir zukünftig auch weiter ausbauen wollen.
Ein lebendiger Verein also. Allein 19 Mannschaften wurden für die Verbandsspielsaison des Tennisverbandes gemeldet. Dazu messen sich viele Spieler bei Turnieren jeder Spielklasse. Und allein die Vereinsmeisterschaften, die hier mit einem Oktoberfestbuffet ausklangen, wurden in ganzen 12 Konkurrenzen vom Bambini Einzel bis hin zum Herrendoppel der über 60-Jährigen ausgetragen. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit und ganz tolle Kommunikation. Und ich glaube, das liegt auch in der Luft, diese positive. Und deswegen klappt es auch mit dem ganzen Verein. Und so schwappt die positive Stimmung der SV Reinickendorf auch auf die Gastronomie über. Eine Atmosphäre, die beim abendlichen Oktoberfest ihren Höhepunkt erreichte. Doch zuvor wurden noch in sämtlichen 12 Konkurrenzen die Sieger geehrt. Preisgelder und Sachpreise wurden dabei von einem Berliner Tennisshop zur Verfügung gestellt, den Racket-Profis aus der Bornholmer Straße. Und so konnten die Gewinner aller Spielklassen allein bei den Vereinsmeisterschaften richtig abräumen. Ein Ansporn nicht nur für die Jugend, auch für Leistungsspieler anderer Altersklassen, auch außerhalb des Clubturniers Turniertitel zu erkämpfen. Und schöne Momente auch für die breiten Sportler und Hobbyspieler, die an Tagen wie diesen ihre Mitgliedschaft in der SV Reinickendorf so richtig genießen können. Sieger werden gefeiert und die Atmosphäre wird genossen. Momente, die zeigen, dass Sportvereine ein Platz zum Wohlfühlen sind. Und nicht nur aus Wettergründen schien also für die SV Reinickendorf die Sonne zu scheinen. Geselligkeit trifft hier auf Sport und da schmeckt ein Erfrischungsgetränk nach der sportlichen Betätigung umso mehr.